Ja, liebe Freunde vom Dynamikum, weil ein Besuch im Moment nicht möglich ist, möchte ich euch einfach mal meine Lieblingsexponate zeigen. Kommt mal mit rein. Jetzt sind wir an der großen Feder. Was gibt es hier Besonderes? Ja, ist auch ein Lieblingsexponat von mir, weil es so schön anschaulich Grundzusammenhänge zeigt, die man in der Schule oftmals nur sehr schwierig zeigen kann, weil allein durch die Größe kann man natürlich Wellenbewegungen, die uns beim Schall, die aber auch im Wasser eine wichtige Rolle spielen, wo wir es auch so ein bisschen kennen, nachvollziehen kann. Und wenn ich jetzt mal ganz einfach anfange, hier eine Welle zu erzeugen, dann sieht man mal, die läuft und kommt wieder zurück und läuft recht gleichmäßig. Ich kann aber auch hier Wellen verstärken, indem ich einen bestimmten Takt habe, dann verstärken die sich. Und man sieht plötzlich, sie schwingt, haben Sie es gesehen? Sie hat jetzt eine andere Schwingung gehabt, weil dann die Wellen, die zurücklaufen und die drauflaufen, sich wieder verstärken. Und das sind also solche Effekte, die man hier wunderbar darlegen kann, die natürlich dann auch Fachvokabular haben. Das brauchen wir jetzt heute Abend unseren Zuschauern nicht zu erklären. Das kann dann der Lehrer in der Schule machen. Aber er hat dann hier wunderbar die Gelegenheit, auch eben diese Dinge sehr anschaulich zu zeigen. Und ansonsten, es macht einfach auch Spaß, weil es ist natürlich auch optisch ein schönes Exponat. Und man kann hier natürlich auch verschiedene Arten von Wellen machen, zum Beispiel auch Stoßwellen. Ich mache mal gerade einen ganz anderen Typus von Wellen. Man sieht, dann laufen die eben auch vor und zurück. Und wie gesagt, es ist ein schönes, anschauliches Objekt, das auch noch Spaß macht und das einem auch so zum Fotografieren ein paar schöne Bilder mit nach Hause gibt. Und deswegen gehört es auch das zu meinen Lieblingsexponaten. Ja, wir stehen an der Partnerschaukel. Und Schaukel ist natürlich was, wir können das schon mal setzen. Alle wollen gerne schaukeln. Und der Physiker sagt zu diesem Exponat gekoppelte Pendel. Und wir können jetzt mal machen, fangen Sie mal an zu schaukeln. Ich mache jetzt mal gar nichts. So, wenn Sie jetzt aufhören, sich, genau, jetzt lassen Sie mal auspendeln und beobachten mich. Ich kriege jetzt viel mehr Schwung. Sie sehen, ich komme immer höher, brauche gar nichts zu machen. Und eben hier über die bestimmte Konstruktion an der Decke des Exponats wird eben die Kraft übertragen. Deswegen gekoppelte Pendel. Der Schaukel ist natürlich auch ein Pendel. Und hier geht es ja in unserem Bereich, Sie sehen es da hinten, wir sind hier in dem Bereich der bewegten Masse. Und ja, da kann man eben diesen Effekt haben. Ich werde jetzt übrigens wieder langsamer, während Sie wieder die Kraft zurückbekommen, die Sie vorhin eingesetzt haben. Und insofern auch ein Lieblingsexponat, weil auch hier geht es um so Basis. Und die natürlich in der Schule sehr trocken rüberkommt. Hier kann man es wunderbar ausprobieren. Und wir merken, ich werde jetzt gerade wieder schneller. Wir merken, das macht allen Spaß. Also auch den Großeltern, die dabei sind, genauso wie die ganz Kleinen. Und vor allem, weil die Kleinen auch die Großen sozusagen in Bewegung bringen können, ohne viel zu tun. Und deswegen auch hier ein Exponat, das bei mir immer ganz oben steht und auch bei unseren Besuchern immer sehr viel Spaß und Freude verursacht. Genau, dann schaukeln wir noch eine Runde. Das Druckspiel, was hat es damit auf sich, Herr Fliche? Ja, das ist eins meiner Lieblingsexponate, weil hier, Sie sehen es schon, ein Handy mit eingebaut ist. Also es kann auch Ihr Handy sein, wenn Sie nämlich die App geladen haben. Und das Tolle ist, Sie sehen, wir sind jetzt im Moment, der zeigt an, 421 Meter, das ist ungefähr die Höhe, die Pirmasens hat, also grob. Und was ich hier machen kann, ich kann den Luftdruck verändern. Und zwar simuliere ich, indem ich hier die Luft heraushole. Sie sehen es, der Luftdruck, wir können ja mal ansagen, was Sie jetzt sehen, damit ich auch 900 Meter, über 1100 Meter. Und man sieht gleichzeitig, wir steigen nach oben und der Rheinberger wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Jetzt geht der Luftdruck nimmt wieder ab, beziehungsweise wieder zu, weil die Luft wieder zugeführt wird. Und wir simulieren also sozusagen, wenn man auf den Berg steigt und man hat hier die Möglichkeit eben zu sehen, dass der Luftdruck tatsächlich in unterschiedlichen Höhen unterschiedliche Stärke hat. Und das bietet natürlich wunderbare Gelegenheit, auch mit unseren Tools, die man hier über die Dynamikum-App laden kann, zu Hause eigene Experimente zu machen, sich auch mal in den Garten zu stellen, dann vielleicht beim nächsten Ausflug, wenn man im Pfälzer Wald ist, auf der Höhe mal zu schauen, wie hoch bin ich jetzt. Und man hat also dann die Möglichkeit zu sehen, was sich hier verändert.
und natürlich auch eine tolle Sache für die Schule, weil man kann natürlich dann mal überlegen, was passiert, wenn das Wetter sich ändert. Wir hatten die ganzen Tage Hochdrucklagen und das wäre jetzt so ein Beispiel, das wir auch immer gerne auch mal Lehrern mitgeben, wenn sie überlegen, was kann ich denn mit diesen Dingen anstellen, die Dynamik uns zur Verfügung stellt. Und hier kann man wunderbar Wetterbeobachtungen machen, weil man kann dann schon grob nachvollziehen, bei einer Hochdrucklage hat man eben einen höheren Luftdruck auf unserer gleichen Ebene wie bei schlechtem Wetter. Das finde ich eine sehr schöne Sache und sehr anschaulich und vor allem mit Ihrem eigenen Gerät können Sie was tun. Genau. Jetzt sind wir bei der Achterbahn angekommen. Bestimmt ein Highlight für viele. Ja, nicht nur für viele, auch bei mir ein absolutes Top-Exponat, Lieblingsexponat. Warum? Weil wir sehen es, ist schon mal optisch eine ganz wunderbare Geschichte und die Geschichte dahinter ist, dass diese Achterbahn gebaut wurde von den Lehrlingen des Europaparks und wir haben da eine kleine Partnerschaft mit dem Europapark und haben die Achterbahn sozusagen als Dauerleihgabe bekommen und konnten sie in unsere Ausstellung integrieren und natürlich so eine Bewegungsmaschine auch unheimlich viel Physik, man fährt Kurven, man beschleunigt, man bremst ab, all das passiert natürlich auch bei so einer Achterbahn. Und die Daten, die hier entstehen, die können auch aufgezeichnet werden und danach auch aufgezeigt werden. Das ist noch ein kleiner Nebeneffekt. Aber ich glaube, hier geht es vor allem um die Optik und Sie können gerne mal in Bewegung setzen. Und dann sollte sich die Achterbahn... Jetzt sind wir an den gebogenen Rutschen. Was hat es hiermit auf sich? Das frage ich Sie gleich, weil das ist sozusagen die mathematische Kurve, die viele Mathematiker lange berechnet haben, bis sie gefunden haben. Und letztlich geht es an diesem Exponat darum, um die Frage, welches Bällchen ist ein schneller unten? Hier sieht man es ganz klar, viel kürzerer Weg, hier ein viel längerer Weg. Und die Frage ist einfach, was meinen Sie? Kurzer Weg, langer Weg? Ich glaube, der lange Weg ist schneller, weil er den härteren Absturz hat. Jetzt schauen wir mal, ob Sie recht haben. Hervorragend. Also Sie hätten jetzt sozusagen 10 Punkte in Ihrer Mathe-Klausur oder Physik-Klausur bekommen. Das ist tatsächlich genauso, wie Sie sagen. Die Beschleunigung am Anfang durch die steilere Kurve ist ausschlaggebend in diesem Fall, dass eben das Exponat dazu, also dass eben der Ball auf der langen Bahn trotzdem schneller unten ist als auf der kurzen. Und das Tolle ist, wir können es jetzt hier nochmal in echt ausprobieren, sozusagen in Lebensform. Und ich kann noch dazu sagen, warum es mein Lieblings, auch ein Lieblingsexponat ist, weil wenn wir viel Besuch haben, dann geht mir das Herz auf. Und wenn ich in meinem Büro sitze und die Menschen rutschen hier die Schaukel herunter, dann hört man immer, weil man hört schon das Einsteigen so ein bisschen und vor allem, wenn man hier unten ankommt, dann gibt der Körperschall des Hauses das weiter und ich weiß, im Haus ist was los. Deshalb bin ich immer froh, wenn ich das Bumm und das höre und weil dann weiß ich, unser Haus ist gut besucht. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn es wieder losgeht. Dann gehen wir jetzt rutschen. Und jetzt gehen wir mal rutschen. Okay, dann setzen wir uns schon mal in Position. Hoppala. Und dann sage ich mal, auf die Plätze, fertig, los. Okay, ich gebe es zu. Die Rutsche hat nicht exakt die gleiche Krümmung, weil das wäre... zu gefährlich, weil die Beschleunigung zu groß wird. Ja. Wir haben nicht unbedingt immer die gleiche Ausgangsposition, weil der Reibewert einer Hose zum Beispiel eine Rolle spielt. Einigen wir uns auf den Unentschieden und das hat ungefähr geklappt und hat gezeigt, was wir hier nicht zeigen wollten. Ja. Aber es macht Spaß. Auf jeden Fall. Zeitsprung klingt ja auch spektakulär. Das ist auch spektakulär. Also für mich auch ein absolutes Highlight. Auch eins meiner Lieblingsexponate. Und wenn Sie den Film Matrix in den 90er Jahren gesehen haben, mit Keanu Reeves, da gab es eine Szene, die war so spektakulär und ganz neu, was die Filmtechnik angeht. Da ist eine Kugel und die Kugel ist ganz langsam und die hat sich, war die Bewegung so wunderbar sehen können. Das hat Bullet-Effekt, hat man das genannt. Und genau das passiert hier. Sie stehen auf unserer Sprungplattform und springen nach oben. Das ist also das nächste Mal. Der erste Effekt, den man hier sehen kann, der physikalische. Sie haben
eine Kraft, die sie erzeugen, die bringen sie auf die Platte, springen hoch und durch die Kraft, die erzeugt wird, durch das Gewicht, das sie haben, diese Daten werden alle erfasst und werden dann berechnet und sie kommen sozusagen an den höchsten Punkt. Das Exponat berechnet ihren höchsten Punkt und in dem Moment lösen 64 Kameras aus, ganz in Millisekunden versetzt und erzeugen dann ein Bild. Und dieses Bild wird zusammengesetzt zu einem kleinen Film und dann ist das eben genau der Effekt, sie schweben in der Luft und einmal können sie sich selbst sehen, sich selbst umrunden und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ich hoffe, dass es funktioniert. Gut, dann probieren wir das mal. Ja, und es gibt eine neue Aufnahme der Station, genau. Zeitsprung. Und das Tolle ist, wir haben eben Ihren wunderbaren Sprung gesehen. Und das wäre langweilig, wenn Sie den nie mehr sehen würden. Und Sie haben ihn jetzt direkt auf Ihr Handy bekommen und können jetzt Ihren Tausenden, Abertausenden Followern, die Sie so weltweit haben, zeigen, was Sie hier geleistet haben und es sofort online stellen. Und jeder kann bewundern, mit welcher Sprungkraft und Eleganz Sie dieses Exponat gemeistert haben. Ich hoffe, euch hat der kleine Besuch im Dynamikum gefallen und wir sehen euch bald in Realität wieder. Und bleibt so lange gesund. Tschüss, bis bald.